Monat sogar gefühlt jede Woche meine Tage, aber ihr fühlt das auch mit mir. Moruk, du antwortest nicht. Bruder, ich antworte generell Menschen, glaub mir, ich antworte vielen Menschen. Es ist einfach manchmal zu viele Nachrichten und dann kann ich einfach nicht auf irgendwelche Nachrichten. Leute, kommt mal, hört mal auf damit. Ich bin nicht schwanger. Dieser kleine Hund, ne? Das, so ein Kelb, dieser Junge. Nicht normal. Alles Gute zur Schwangerschaft. Ja, okay. Ey, Leute, ich bin selber noch ein Kind. So, wohin? Was für Schwangerland? Ja. Schuh, Güello, Lieblingsschild an. Ach, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Hängt dein Life oder hängt. Ich finde den feierlich. Was sagst du? Guck mal, egal was der andere oder die andere über dieses Thema sagt, jeder soll seine Meinung darüber haben. Ich sag, also es geht ja hier um mich und ich sage, dass ich Guelo06 nicht schwanger bin. Wie kommt man überhaupt darauf, ja? Wie kommt man darauf zu sagen, in einem Video, dass, guck mal, ich schwöre euch auf alles, was mir heilig ist, ich gucke die Videos nicht an. Bei Gott, ich gucke die Videos nicht an. Ihr kommt zu mir oder beziehungsweise ihr schickt mir irgendwas, ich gucke mir vielleicht Zughälfte kurz an und danach das war's. Aber bis jetzt, ich habe kein Video bekommen, nix. Ihr habt mir das gesagt, okay, der und der hat ein Video gemacht, ist okay. Aber Leute, wie gesagt, ich bin nicht schwanger oder so. Dieser komische Typ, der ein Video die ganze Zeit über mich dreht, keine Ahnung, lass ihn machen. Er verdient wahrscheinlich damit sein Brot, lass ihn machen. Deswegen. Alter, du warst. Mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Alter. Nein, war ich nicht, war noch nie schwanger, Gott sei Dank. Ich war Gott sei Dank noch nie schwanger, noch nie. Ich kann gar nicht schwanger werden. Okay? So, das ist zum ersten Punkt. Zum zweiten Punkt kommt's, ich habe eine Spirale drinne. So, ich hatte vor 1,5, 2 Jahren hatte ich einen Freund, ne? Also deswegen. So, ich habe eine Spirale drinne, die über Jahre geht. Also, ich kann gar nicht schwanger werden. So, das ist das Erste. Checkt. Deswegen. Also, ich weiß nicht, womit man über, woher die Eier. Wieso erklärst du dich? Nee, es geht hier darum, dass irgendwelche Menschen auf meinen Nacken natürlich hier sein Brot machen. Und ich möchte das einfach nur klarstellen, dass ich nicht schwanger werden kann und guck mal, bis ich nicht schwanger werden will, werde ich auch nicht schwanger. So, Punkt 1. Also klar, das weiß nur Gott, ne? Aber meines Wissens ist noch nie was passiert, Gott sei Dank. Und ja. Wer hat es denn gesagt? Ja, ich werde diesen Namen hier nicht erwähnen, also weil ich diesen Menschen auf jeden Fall keine Plattform gebe. Die gibt mir ja genug Dings, Plattform. Das von daher, ich werde das nicht machen. Diejenigen wissen das einfach und derjenige guckt auch zu. Derjenige kann nicht ohne mich. Der guckt mir auch gerade zu. Das ist mir schon klar. Der guckt jedes Live von mir an. Ich weiß nicht. Der ist Jusko 2 an meiner Köln, Stalker. Der hat mein Leben studiert. Ich weiß nicht, was er von mir will dann. Ja, ich muss meine Kamera, scheiße. Ich muss meinen Spiegel drehen. Jetzt. Ich bin schwanger, nein. Wie gesagt, Leute, ich habe doch gerade gesagt, dass ich nicht schwanger werden kann. Also es ergibt gar keinen Sinn, überhaupt auf dieses Thema rumzuhacken.
Okay, ich hoffe, ihr habt euer Screen-Recording gemacht und ich hoffe, ihr postet das auch. Ja. Django würde auch, wenn er könnte. Ah, Bruder, ist mir egal. Ist mir egal, wer will, wer könnte und so weiter und so fort. Ich will mit denen, ich will mit keinem zu tun haben. Die sollen mir fernbleiben. Die sollen mir fernbleiben. Der hat sich selber zum Feind gemacht bei mir. Das ist so, weißt du, was ich meine? Ich verstehe gar nicht, was dieser Junge hat. Ja, nee, Bruder, wenn du ein Problem mit mir hast, dann komm, wir klären. Komm, schreib mir privat. Aber warum machst du denn die ganze Zeit Videos? Ja, nee, du, wie klickgeil willst du sein? Ja, weißt du, was ich meine? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und das Krasse ist, ich guck mir die. Das Krasse ist, Leute, ich guck mir das nicht mal an. Ich guck mir das nicht mal an, Leute. Wallah, ich schwöre sogar, er ist gerade drinne. Ich schwöre sogar. Aber der interessiert mich nicht. Das ist das Problem, du juckst mich null, ne? Du kannst so viele Videos über mich drehen, wie du willst, das interessiert mich nicht. Guck mal, mach ich hier mein Geld? Ja. Machst du dein Geld? Vielleicht paar Hunnis machst du. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, warum man überhaupt so etwas macht. Du wirst mich aus dieser. Guck mal, keiner wird mich aus dieser Plattform kicken können. Warum? Weil ich einfach hier bleiben will. Bis ich hier weggehe, also bis ich das nicht mehr möchte mit dieser Aufmerksamkeit und diese TikTok und hast du nicht gesehen. Bis ich das nicht will, gehe ich auch nicht. Okay? So, ich weiß nicht, wofür die ganze Zeit diese Videos? Das bringt dir doch gar nichts, Bruder. Du hast schon gesagt, ich bin ich gehe ackern, hast du gesagt. Du hast gesagt, ich bin schwanger, hast du gesagt. Was hat er noch gesagt? Dass ich mit denen was hatte, dass ich mit denen was hatte. Was bringt dir das? Ja, ich frage mich, was es ihm bringt, so etwas überhaupt zu sagen. Ja, nee, weißt du, was ich meine? Ja, wie willst du meine Aufmerksamkeit? Was willst du? Ich verstehe das nicht. Wen juckt es? Ja, Bruder, mich juckt es nicht. Weißt du, es juckt mich, interessiert mich nicht. Ich gucke nicht mal die Videos an, aber ja, nee, der ist Jusko 2.0. Er redet über Jusko, aber ist Jusko in höchstpersönlich. So, wisst ihr, was ich meine? Also mein Stalker, ne? Ich rede gerade über meinen Stalker. Leute, warum pinnt ihr den an? Das ist Dings, Fake Barello. Barello ist gerade mit Bicker und so. Die sind gerade im Match. Guck mal, und danach, Leute, guck mal. Ich liebe euch, ne? Ich bin gerne live. Ist mir auch egal, wie viele Zuschauer hier drin sind. Wallah, interessiert mich null. Hauptsache, ich habe die Leute, die mich hier supporten. Und ihr wisst schon. Er macht einen Screenshot. Leute, er macht einen Screenshot. Wo ich sage, gute Nacht, Leute, ne? Wo ich schon gesagt habe, vor 15 Minuten, ey, ich gehe jetzt raus. 118 Zuschauer oder so. Dann, Moruk, dann zeig dich mal in der Dunkelheit. Guck mal überhaupt, ob du Zuschauer bekommst, Bruder. Ja, nee, guck mal, ob du überhaupt irgendwelche Zuschauer bekommst. Ja, nee, weißt du, was ich meine? Und außerdem, mir ist das egal. Wallah, mir ist egal, wie viele Zuschauer ich habe. Ich bin nicht du. Ich bin nicht du. Bin ich nicht. Okay? Mir ist es wertvoller, hier die Supporter von mir. Ja, der Rest interessiert mich gar nicht. Der Rest interessiert mich nicht. Meine Leute, die mich lieben und meine Supporter, das sind die Leute, die mich interessieren. Der Rest kann mir ein Kauen. So wie du auch. Weißt du, was ich meine? So. Der Rest interessiert mich ja nicht. Sinem, danke schön, Bruder, für deine Rose. So. Ja. Und Leute, glaubt nicht alles, was irgendwelche Menschen sagen. Guck mal, ich bin so offen zu euch. Keiner kennt mich hier privat. Keiner. Hier ke kennt mich keiner. Ne? Ihr seht von mir zum Beispiel jetzt. Ich bin 14 Minuten live. Jetzt gerade live gekommen. Ich rede mit euch. Ihr kennt mich alle nicht. Ihr wisst alle nicht, wer ich bin. Ihr habt nicht einmal mit mir privat persönlich geredet. Nicht mal eine Stunde. Okay? Nicht mal 2 Stunden. Nicht mal 15 Minuten. Bruder. Es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, ne, die mich auf der Straße gesehen haben, mit denen ich ein bisschen gelacht habe oder so. Aber es geht mir hier relativ ums Prinzip. Ja? Glaubt nicht alles, was man euch erzählt. Und an die kleineren Zuschauer. Ich habe keine kleinen Zuschauer. Also ich habe keine jungen Zuschauer. Bei Gott habe ich nicht. Ich habe. Meine Altersgruppe fängt ab 18 an. Die Leute, die volljährig sind. Bruder, das ist das Ding. Die Leute, die haten, das sind so Kinder. Aber egal. Walla, egal. Ihr könnt ruhig haten. Ich habe die besten Moderatoren in ganz TikTok. Walla, die säubern euch.
Aber das Ding ist, seine kleinen Kinder kommen hier rein, bla bla, schwanger, Mama. Ja, Bruder, was für Schwangerland? Warum setzt man sowas überhaupt auf die Welt? So, weißt du, was ich meine? Vielleicht habe ich einen Freund. Na, vielleicht habe ich irgendeinen Verlobten. Dann Muruk, vielleicht will ich heiraten in ein paar Tagen oder in 5 Monaten. Dann Muruk, warum setzt man sowas überhaupt auf die Welt? Ja, du bist auf den Kopf gefallen? Digga, also ich weiß nicht, was das Problem ist, aber wenn du ein Problem hast mit mir, so ein persönliches Problem oder so, du kennst mich ja persönlich nicht, dann schreib mir doch mal gerne auf Instagram. Also, ich weiß nicht, was das Problem ist. Er kommt mir mit Zuschauer an. Er sagt zu mir, er wird mein Gött runtermachen lassen. Amanasochtum, wer bist du? Ja, wer bist du, dass du mein Gött runtermachen kannst? Weißt du, was ich meine? Ich verstehe nicht, in welcher Welt dieser Junge lebt. Warum? Ich check das nicht. So lustig. Bruder, der dreht ein Video über mich. Ich schwör auf alles. Er dreht ein Video über mich, Leute. Ich guck dieses Video nicht mal an. So krass ist das. Wisst ihr? Er dreht das Video für mich. Wallah, er dreht das Video für mich, damit ich das angucke. Aber wallah, ich guck nicht mal. Ihr seid diejenigen, die gucken. Ja, wie schlimm guckt, ne? Aber so, ich guck das nicht mal. Weil das ist mir so irrelevant. So irrelevant. So irrelevant. Also ich bin relevant für ihn. Das sehen wir, auf jeden Fall. Aber er ist für mich irrelevant, weil ich nicht gucke. Hast du heute geduscht? Warum fragst du mich diese Frage? Hi, Aki, was geht? Ich weiß ja, wie kommst du mit den Nägeln klar? Bruder, ich habe die Nägel schon so lange, also diese Länge. Du kommst damit schon klar. Glaub mir. Was ist dein Lieblingsessen? Esra, mein Lieblingsessen ist Sarma, also gefüllte Weinblätter. Leckeres Essen. Wallah, morgen, ich sag zu meiner Mutter, die soll machen. Ihr könnt zusammen live gehen und das ausdiskutieren. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nee, nee, nee. Ich werde. Guck mal, das Ding ist, guck mal, ich bin ein Mensch, Leute. Ne? Guck mal. Was ich hier alles mache, Walla dient zur Unterhaltung. Ne? Guck mal, ihr seht mich gerade. Ich bin ganz normal am Reden mit euch. Keine Ahnung, ihr könnt mir Fragen stellen, ich werde euch eure Fragen gerne beantworten, nicht das Problem. Ich gehe auch gerne auf Kritik ein, das ist nicht das Problem. Hier wird keine Kritik gelöscht, niemals. Aber es werden Beleidigungen gestummt und irgendwelche Nix-Nutz-Sachen werden hier gelöscht. Okay, das macht meine Moderatorin, ich fasse das gar nicht an. So. Aber, ja, alle. So, keine Ahnung, ja, so ganz komisch, dieser Typ. Alle werden gestorben. Ja, Bruder, dann benimm dich. Dann benimm dich, dann wirst du auch nicht gestorben. Bruder, was soll ich zu dir sagen? John, benimm. Dann hör auf. Dann hört auf, irgendwie Hass zu verbreiten, ekelhafte Sachen zu verbreiten. Bruder, das brauchen wir doch gar nicht. Ja, die Leute, ihr kommt doch hier rein, um mir zuzugucken. Um nicht gestorben zu werden, oder? Oder um nicht geblockt zu werden, oder? Weil wenn ihr das macht, dann kommt ihr doch wieder mit einem anderen Account rein. Ich kenne euch doch. Ja, ich kenne mittlerweile diese Menschen, die das machen. Warum wurde ich gestumpft? Ja, Bruder, dann frag dich mal selber, warum du gestumpft worden bist. Ich küsse doch dein Herz. Die Leute, die hier drin sind, ihr guckt mir doch zu. Ihr wollt doch wissen so. Wisst ihr, was ich meine? Dann hört auf damit. Ja, das bringt nichts. Leute, wenn ich Matches mache, wenn ich euch unterhalte, wenn ich versuche euch zu entertainen, dann ist das so. Dann mache ich hier meine Show. Ja, ich bin das doch gar nicht, Mann. Ich bin jetzt ich so. Jetzt bin ich ich so. Hi, so. Ich bin Guelo. So. 06. Versteht ihr, was ich meine, Freunde? So. Keine Ahnung. Aber natürlich müsst ihr euch auch noch eine Sache bemer also beibemerken, diese Menschen, zum Beispiel, die ein Video drehen gegen mich oder über mich, Leute, nimmt das gar nicht persönlich, Mann. Nimmt das gar nicht ernst, weil, Bruder, Leute, jeder, der in der Öffentlichkeit ist, versucht sein Geld zu machen. Allerdings. So, keiner setzt sich hin und macht einfach so. Wir machen alle wie für Geld, das wisst ihr. Okay? Ihr wisst das alles. Wir machen das alles für Geld, ist einfach so. Jemand, der sich vor die Kamera stellt, macht das für Geld. Jemand, der
dumm über einen Menschen redet, komisch über einen Menschen redet, macht das für Geld. Stimmt oder stimmt nicht, stimmt. Deswegen, nimmt das einfach nicht ernst, Leute. Manche Leute wissen einfach nicht, wie man, keine Ahnung, wie man anders Geld macht, dann ist es in Ordnung. Es ist in Ordnung so. Ich nehme das gar nicht persönlich, Wallah. Ich mache doch hier jeden Tag meine Show, zum Beispiel. Ja, denkt ihr, das interessiert mich? Mich interessiert nur zwei Sachen hier. Die Leute, die mich lieben und die Leute, die mich hier supporten. Das ist die einzige Sache, die ich hier liebe und für das komme ich auch nur live. So. Was ist das, Schorndorf, Alter? Ich kenne das gar nicht, was ist das? Ich habe keine Lippenkombi, mein Bruder. Ich habe einfach einen Lipgloss. Luxury, du kannst mir gerne mal auf Instagram schreiben, falls du Bock hast. Digga, was... Rüdelein, was ist das, Amanakön? Kenn ich nicht. Schöner Lipgloss, danke, Bruder. Bist du Liz? Wow, ihr seid so lustig, ne? Ey, Leute, mir wurde heute voll oft gesagt, dass ich abgenommen habe, Lan. Das kann gar nicht stimmen, dass ich abgenommen habe, weil ich esse voll viel, Lan. Meine Mutter hat mir das sogar gesagt. Das kann gar nicht sein, ich esse voll viel, Lan. Vielleicht ist das auch eine Lüge. Wer ist Mona, Bruder? Liz ist es. Ja, voll viele sagen ja, dass wir uns ähneln. Cringe. Ich sehe das gar nicht, ne? Was, also, ich habe gar keine Ähnlichkeit mit der, finde ich. Ich habe noch nie bei ihm gewohnt. Noch nie. Ich bin eine Türkin, Jaurum. Alle tippen, ne? Leute, wir haben schon 10.000 Likes. Wow. Alle weiter tippen, Freunde. Nein, Leute, guckt mal noch einmal an die Leute, die es nicht gerafft haben. Ich bin nicht schwanger. Ich war noch nie schwanger. Ich kann gar nicht schwanger werden. Ich habe eine Spirale drin, die über Jahre geht. Ich gehe regelmäßig zur Kontrolle. Alle 6 Monate. Mir ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Ich war noch nie schwanger. So. Ich dachte, du willst deine Haare nicht dunkel färben. Wie kam es? Guck mal, erstens sind meine Haare ganz dunkel. Zweitens, also das ist dunkelbraun, ne? In der Sonne ist das sogar hellbraun. Danke, mein Alter. Bist du verheiratet? Nein, bin ich nicht. Ich glaube, wenn ich verheiratet wäre, würde ich ja hier keine Show machen, oder? Also es ergibt für mich gar keinen Sinn. So. Der Level denkst du, mein Herz. Ja, ich hänge an dein Herz. Melissa, Bruder, ich hatte... Ich sag dir mal eine Sache, ne? Also ich hatte... nicht blonde Haare, aber ich hatte schon so helle Haare. Aber ja, ich mache die im Sommer wieder hell. Wartet einfach ab. Meine richtigen Haare kommen mir bis hier. Wartet ab, bis Sommer sind die bestimmt hier, bei Brust. Und dann wartet einfach. Ich habe was Krasses vor mit meinen Haaren. Ich bin die gerade so relativ am Pflegen, Mägen, dies, das. Die sind gut so gerade. Ich mag das auch. Guck mal, Leute, eine Sache mag ich auch nicht. Das ist so zweifarbig, dreifarbig ist. Leute, das Ding ist, bei mir, ne? Ich sehe mich gerade so einfarbiges. Das sieht viel cleaner aus. Das sieht viel gesünder aus und so. Diese Filme. Hübsche Dame, ja, ich danke. Bruder, noch einmal, ne? Leute, meine Haare sind nicht dunkel. Bei Gott, meine Haare sind nicht dunkel. Ich weiß nicht warum, aber meine Haare sehen hier... Wenn ich so vom Bett aus live gehe, sehen meine Haare wirklich dunkel aus. Aber meine Haare sind nicht dunkel, Freunde. Voila! Meine Haare sind nicht dunkel. Meine Haare sind nicht dunkel. Meine Haare sind dunkel. Also so braun, aber nicht so schwarz. Das sieht schwarz aus, gell? Das ist nicht schwarz.
Das sah geil aus mit dem Blond, aber das so. Aber das war nicht blond, Bruder Melissa. Das war grau. Ja, nee, ich hatte grau in den Haaren. Das war gar kein Blond. Sah auch gut aus. Aber ihr kennt mich, ich mag immer andere Sachen. Aber gerade, Bruder, ich bin gerade unnormal zufrieden. Also egal mit was. Guck mal, die Haare sehen aus, als wären die meine echten Haare, Digga. So. Das. Ja. Also wenn ich nicht sagen würde, dass das Extensions sind, würdet ihr gar nicht darauf so kommen, wisst ihr. Aber ja. So sieht gut aus, ja. Das wir Dein T-Shirt ist auch braun. Nee, mein T-Shirt ist nicht braun, mein T-Shirt ist schwarz. Rote Haare stehen die bestimmt. Hatte ich sogar, Esther. Hatte ich sogar, Bruder. Hatte ich doch sogar. Nee, ich habe keine Tapes drin. Ich habe Bondings. Ich komme mit Tapes gar nicht klar. Sude, mein Bruder. Sude, mein Bruder. Da ist sogar Sude. Leute, sie macht meine Haare. Sie hat heute sogar meine Haare gemacht. Yeah. Beste Frau, Wallah. Leute, ich sag euch ehrlich, ich hatte heute so ganz, also so 3 Tage ganz komische Kopfhaut, weil ich komische Sachen gemacht habe mit meinen Haaren. Da bin ich zu ihr heute gegangen, die hat einfach meine Haare gerettet. Ich habe keinen Reiz mehr, nix, einfach clean. So, der beste Frau, Wallah, ich liebe die. Bronzing ist besser, ist auch besser, meiner Meinung nach. Ist auch besser. Was ist der Unterschied zwischen Bondings und Tapes? Boah, Bruder, ich bin keine Friseurin, keine Ahnung. Aber Bondings finde ich viel, viel besser. So, Bondings sieht clean aus. Wisst ihr, was ich meine? Sieht clean aus. So sieht so schön aus. Mein Bruder. Du. Walla, beste Frau. Ich liebe dich, Walla. Tut lieb mich, spritzen wir. Ja, Bruder, normal. Aber ich glaube, nichts kann Lasern toppen. Jemine, nichts kann Lasern toppen, Freunde. Boah, Leute, ich hatte letztens meine zweite Sitzung. Ich konnte nicht mehr. Wallah, ich konnte nicht mehr. Am meisten in meinem scheiß Intimbereich, ich bin gestorben, Leute. Ich bin sage und schreibe gestorben. Aber wo ich meine Lasertante gesehen habe, ihr wisst schon was, Intimbereich, abo, wie geil das aussieht. Abo, abo, abo. Deswegen immer weitermachen, Leute. Wer schön will, muss leiden. Du bist aus Köln, ja. Ich bin aus Köln. Really. Wie viel musst du noch? Bruder, guck mal, normalerweise sind 10 Sitzungen angesagt. Ich bin am 17.04. das dritte Mal dort. Ich gucke hier, ne? Fast nichts mehr. Also gar nichts mehr. Ich bin gar nicht am Rasieren. Nix. Gar nicht. Beine. Leute, überall Lücken, Arme genauso Lücken. Ah, sind am gucken jetzt erstmal, ne? War jetzt erst die zweite Dings. Wir gucken jetzt Woche zu Woche, wie das wird. Ich guck mir keine Videos an, Michael. Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest, mein Süßer. Wie viel kostet das insgesamt? Wegen dem Lasern, Leute, müsst ihr, guck mal, geht einfach auf mein Instagram, ne? Komm, die ist verlinkt. Geht mal drauf gucken, wir hatten sogar ein Gewinnspiel gemacht. Wir haben 4, 5 Leute Gutscheine gegeben, die gewonnen haben. So, echt schön. So, ihr müsst mal auf mein Instagram gucken, Guelo mit 2O06. Da mache ich öfters solche Spiele, weil ihr habt dann halt auch was davon. Wisst ihr, was ich meine? Über 100 € Gutscheine, ne? Also ich sag euch, ihr spart extrem viel. Wie lange hält das? Bro, das wird dein ganzes Leben halten, wenn du befreit bist von diesen Haaren. Angesagt sind natürlich 10 Sitzungen. Ab diesem 10. Sitzung, Bro, du bist haarfrei, so richtig haarfrei. Ich habe die erste Sitzung, ne? Ich habe da schon gesehen, Bruder, ja ne, hä? Wo sind die Haare lang? Die Haare sind weg. Yes, man. Ich habe mich sogar hier gelasert, ne? Ich bin gestorben, Leute. Abo. Hi. Ich verstehe nicht, warum das so viele juckt, was du machst. Einfach leben lassen. Oder.
keine Ahnung, weil ich Queer bin, vielleicht. Keine Ahnung, Wallah, ich frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Wallah, keine Ahnung. Ich will auch machen, aber kein Paratszeit. Bruder, Esra, hättest du mal geguckt? Hättest du mal geguckt, Bruder? Bei mir. Voll, so viele Frauen haben sich bei mir gemeldet. Die haben voll viele Gutscheine bekommen, Bruder. 4, 5 Frauen haben für Gutscheine gewonnen. Wir haben Verlosung gemacht auf Instagram. Nächstes Mal, ja, Bruder. Nächstes Mal vielleicht. Nächste Sitzung kommt vielleicht noch mal was, was ich euch geben kann. Wir müssen mal gucken. Immer wieder Instagram abchecken. Oh, Rico, was geht ab, mein Habibi? Was war dein schlimmster Albtraum? Meinst du wirklich so Traumtraum? Oder meinst du, was mir passiert ist? Ohne Live-Mensch viel sympathisch. Bruder, ich küsse dein Herz. Aber wie gesagt, ich habe das schon heute zum 50.000. Mal gesagt. Leute, wenn ich matche, entertainer euch nur. Digga, das ist mein Entertainment. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn ich mit euch jetzt gerade so rede, so, ich rede chillig mit euch. Wisst ihr, was ich meine? So. Wo tut Lasern am meisten weh, Bruder? Intimbereich. Also am meisten da, wo Haare sind. Und das ist einfach Intimbereich. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich will niemals angreifen, aber bei mir ist es so. Nein, Leute, ich bin nicht schwanger. Geh mit Bekir. Bekir ist gar nicht online. Ey, Spuck ist fast runtergefallen. Intim ist so hart, Bruder. Am meisten hier so die Lippen. Allgemein, Leute, der Intimbereich an Leisten und hast du nicht gesehen vorne. Aber! Tschüss, tschüss, tschüss! Und diese Schmerzen, Wallah, kann nicht stoppen. Das, Bruder, Intimbereich, ciao. Ich bin im Intimbereich gestorben. Das war die reinste Hölle, ja. Katastrophe, Wallah. Hättest du heute in deinem Leben ohne TikTok? Finde Axel auch unangenehm. Nö, also ich sag dir so, guck mal, erste Mal, wo sie mich gelasert hat, war nicht so unangenehm, aber so hat gekitzelt. Ich weiß nicht, lang, Axel hat mir gar nicht wehgetan. Aber, boah, Bruder, hier unten, ne? Aber, ich glaube, umso mehr du dich rasierst, Bruder, desto mehr tut es weh, lang. Ja, so war das halt. Darf nicht rasiert kommen. Was meinst du, darf nicht rasiert?